Hallo, heute befinde ich mich hier in Oberbayern auf dem Zwieselberg. Der Zwiesel oder Zwieselberg ist nicht besonders hoch, sind ca. 1330 Höhenmeter. Und wenn einem das hier noch zu anstrengend ist, hier rauf zu gehen, es gibt hier von Bad Tölz die Blombergbahn. Und wenn man auf dem Blomberg ist, dann sind es nur noch ein paar Höhenmeter hier rauf. Ich zeige dir gleich mal, was man hier sehen kann. Aber vorher wollte ich dir ja noch so einen Gedanken mitgeben, was ich immer faszinierender finde hier, wenn ich hier durch die bayerischen und österreichischen Alpen wandere. Und zwar ja, mache ich das ja schon seit Jahrzehnten und beobachte immer wieder am Waldrand einfach die Natur, die Schmetterlinge und alles, was hier so blüht und krabbelt. Im Wald, da gibt es immer wieder Steine, da gibt es immer kleine Wiesen, wo ich mich hinsetze. Und in letzter Zeit bemerke ich immer wieder mehr, wie die Menschen einfach so ja, hier vorbei huschen durch die Natur, um einfach hier ganz schnell am Gipfelkreuz zu sein und dann ganz schnell auch wieder runter zur nächsten Gaststätte. Möglichst irgendwie die ganze Zeit aufs Smartphone schauen oder sonst noch was, aber nicht wirklich in die Natur, wirklich nicht da sein. Und ja, dazu lade ich dich heute einmal ein. Und das kann man hier wunderbar üben. Ich zeige dir mal, was wir hier sehen können. Ja, hier vorne, auf der anderen Seite. Dort hinten, dort befindet sich der Blomberg. Siehst du vielleicht auch ein weißes Haus. Und hier unten im Tal, das ist das Isartal, da unten fließt die Isar entlang. Und in der Mitte hier des Tales ist nicht ganz so gut zu erkennen. Dort befindet sich das Dörfchen Lenggries. Auf der gegenüberliegenden Seite, hinten jetzt im Dunst zu erkennen, da sind die Tegernseer Berge. Ganz hinten das Karwendelgebirge. Und direkt hier vor uns befindet sich die Benediktenwand. Ja, man kann hier ganz gemütlich hier raufkommen. Es sind auch verschiedene Bänke, wie du hier siehst. Und natürlich auch ein Gipfelkreuz überkrönt hier diesen kleinen Zwieselberg. Ja, und mit einem Blick hinunter ins Tal und nochmal ein kleiner Aufruf beim nächsten Spaziergang, bei der nächsten Wanderung in die Natur, einfach da sein. Einfach da sein, einfach beobachten, was da ist, finde ich immer wieder faszinierend.